1978. Nach dem nicht ganz freiwilligen Rückzug von Langzeit-Bundesparteiobmann Friedrich Peter übernimmt der Grazer Alexander Götz die Leitung der FPÖ. Nach 2 Jahren zieht es ihn zurück in seine Heimat und Norbert Steger übernimmt die Führung. Als Teil des Attersee-Kreises sieht er die Zukunft der Freiheitlichen in einer lupenreinen, liberalen Partei. Doch der Weg dahin ist steinig und vor allem in den eigenen Reihen sehr umstritten. Dennoch erfüllt sich Stegers Traum von einer Koalition mit der SPÖ. Während der Glaube an Stegers Weg immer mehr schwindet, sucht eine frustrierte Partei ihren Retter im jungen Kärntner Jörg Haider. Herzlich willkommen zum 8. Teil unserer Serie. Im Jahr 1978 löste Alexander Götz Friedrich Peter als Parteichef der FPÖ ab. Eine ganz logische Entwicklung, denn seine Wahlerfolge bei den Grazer Kommunalwahlen und seine politische Reputation als Bürgermeister der zweitgrößten Stadt Österreichs hatten ihn auch für die Bundespartei zum Hoffnungsträger gemacht. Tatsächlich schlug er eine erfolgreiche Nationalratswahl im Jahr 1979, bei der die FPÖ beträchtliche Stimmengewinne und ein zusätzliches Mandat erlangen konnte. Dennoch sollte sich die Obmannschaft von Alexander Götz nur als kurzes politisches Intermezzo erweisen. Bereits im Dezember 1979, nach kaum einem Jahr, resignierte er nämlich, da er einsehen musste, dass die beiden großen Funktionen, Parteichef und zugleich Bürgermeister der Stadt Graz, sich auf Dauer nicht vereinbaren ließen. Der Götz nachgesagte Ausspruch, das Schönste an Wien sei für ihn der Südbahnhof, machte deutlich, wo für ihn die Präferenz lag. Beim ordentlichen Bundesparteitag 1978 kam es zum Duell zweier Kandidaten, des Niederösterreichers Harald Ofner und des jungen Wiener Landesparteiobmannes Norbert Steger. Dieser siegte zwar nur mit knapper Mehrheit, er konnte sich aber als neuer Parteichef und wenig später als Vorsitzender des parlamentarischen AKH-Untersuchungsausschusses sehr rasch profilieren. Die neue Parteiführung rund um Norbert Steger war geprägt durch den Attersee-Kreis, der von Friedrich Peter gegründeten Denkfabrik, und wollte nach eigenen Aussagen aus der traditionellen nationalliberalen FPÖ so etwas wie eine lupenrein liberale Partei machen. Zunächst erwies sich dies allerdings nicht unbedingt als Erfolgsrezept, da die FPÖ bei der Nationalratswahl im April 1983 mit 4,9% der Wählerstimmen nur ein sehr mäßiges Ergebnis einfahren konnte. Die Wahlarithmetik allerdings ermöglichte es, dass die FPÖ die bis dahin höchste Anzahl von 12 Nationalratsmandaten erlangen konnte und somit mit den Sozialisten, die ihre absolute Mehrheit verloren hatten, in eine kleine Koalition gehen konnten. Tatsächlich erfüllte sich im Jahre 1983 der alte politische Traum Friedrich Peters und eine sozialistisch-freiheitliche Regierungskoalition übernahm die Regierung der Republik. Die freiheitlichen Partner waren aber relativ schwach in dieser Koalitionsehe und konnten somit nur begrenzt eigene Vorstellungen einbringen bzw. realisieren. In dieser rot-blauen Koalition war die FPÖ durch Norbert Steger als Vizekanzler und Handelsminister vertreten. Friedhelm Frischenschlager wurde Verteidigungsminister und Harald Ofner, der vormalige Konkurrent Stegers, Justizminister. Außerdem stellte die FPÖ die 3 Staatssekretäre Mario Ferrari-Brunnenfeld, Holger Bauer und Gerulf Murer. Überdies rückten die Freiheitlichen wieder in das Nationalratspräsidium auf. Weil Friedrich Peter wegen seiner SS-Vergangenheit diffamiert und verhindert wurde, kam statt ihm Gerulf Stiegs, der FPÖ-Landesparteiobmann von Tirol, zum Zug. Der Kampf der Freiheitlichen um die Integration in das politische Establishment der Republik war nach 2,5 Jahrzehnten somit zwar gelungen, aber in der Wählerzustimmung wurde die Partei im Verlauf dieser Periode immer schwächer. Es zeigte sich ein Phänomen, das die FPÖ in Zukunft noch mehrmals erleben sollte. Die eigene Wählerschaft stand einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung überaus kritisch gegenüber, was sich sehr rasch durch Niederlagen in Regionalwahlen zeigte. Aus damaliger Sicht hatte die neue rot-blaue Regierung keine leichte Aufgabe vor sich. Sie hatte zu verhindern, dass das Budgetdefizit die 100 Milliarden Schilling-Grenze überschritt, zum heutigen Kurs rund 7,3 Milliarden Euro. Die Pensionsversicherung galt als unfinanzierbar und die Lage im Bereich der verstaatlichten Industrie hatte sich geradezu hoffnungslos entwickelt. In breiten Kreisen der Bevölkerung, vor allem aber innerhalb der freiheitlichen Wählerschaft,
wurde die Regierungsbeteiligung der FPÖ bloß als Hilfestellung zur Fortsetzung des sozialistischen Weges gewertet und bedingte folglich für die freiheitliche Regierungsmannschaft einen Vertrauensverlust. Dennoch kann man den Freiheitlichen während dieser ersten Regierungsbeteiligung zwischen 1983 und 1986 unter Norbert Steger manchen Erfolg nicht absprechen. Speziell Steger setzte als Handelsminister einige wirtschaftspolitische Impulse von großer Bedeutung. Er erarbeitete ein neues Förderungskonzept für die mittelständische Wirtschaft und für den Fremdenverkehr. Und darüber hinaus konnten die Freiheitlichen die Zinsertragssteuer auf ein Drittel reduzieren, verglichen mit den sozialistischen Plänen. Weiters verhinderten sie eine höhere Besteuerung des Weihnachts- und des Urlaubsgeldes sowie der Überstunden und Abfertigungen. Justizminister Harald Ofner konnte durch eine praxisorientierte Rechtspolitik das freiheitliche Wahlversprechen, schneller und einfacher zum Recht zu kommen, einlösen. Und den Verteidigungsministern Friedhelm Frischenschlager und seinem Nachfolger Helmut Grünes gelang es, ein solides Vertrauensverhältnis zur Jugend aufzubauen und das Bundesheer zwischenzeitlich aus seinem Schattendasein herauszuholen. Staatssekretär Bauer vermochte es, entscheidende Beiträge zur Budgetsanierung zu leisten. Staatssekretär Murer konnte die Ausweitung von landwirtschaftlichen alternativen Produkten forcieren. In vielerlei Ansätzen war durch die freiheitliche Regierungsbeteiligung ein politisches Umdenken im Lande festzustellen. Allerdings kam es sehr rasch zu größeren innerparteilichen Streitigkeiten um den ideologischen Kurs der FPÖ. Und zwar im Zuge der Diskussion um ein neues Parteiprogramm. Die Parteiführung hatte ja durchscheinen lassen, dass sie ein lupenrein liberales Programm wünsche, das traditionelle nationalliberale Lager und insbesondere auch die eher national orientierte Wählerschaft wollten dies aber nicht mittragen. Ja, Unmutsäußerungen seitens der Parteibasis und das Bestreben nach Profilierung von jungen Nachwuchskräften, wie das des Oberösterreichers Norbert Guggerbauer und speziell des Kärntners Jörg Haider, trieben einen Spalt in das Gefüge der Partei. Zwar wurde auf dem Programmparteitag im Jahre 1985 in programmatischer Hinsicht ein solider Kompromiss erarbeitet, der unter Federführung von Gerulf Stix in einem durchaus zukunftsorientierten nationalliberalen Parteiprogramm Ausdruck fand. Ruhe sollte allerdings deshalb längst nicht in die freiheitlichen Reihen einkehren. Dies wohl auch deshalb, da die etablierten Medien des Landes der FPÖ unter Norbert Steger keineswegs große Zuneigung entgegenbrachten. Aber die Sozialisten und die Volkspartei wurden in dieser Zeit durch handfeste Korruptionsskandale gebeutelt. Stichworte AKH und Lukona. Der FPÖ konnte man solche damals in keiner Weise nachsagen. Dafür versuchte man den Handschlag von Verteidigungsminister Frischenschlager mit dem aus langjähriger Kriegsgefangenschaft nach Österreich heimkehrenden ehemaligen Major der Waffen-SS Walter Reeder im Jänner 1985 zum großen Skandal aufzubauschen. Dass Frischenschlager dem medialen Druck nachgab und zurücktrat, lockerte die Solidarität nationalfreiheitlicher Kernwählerschichten mit der Parteiführung noch zusätzlich. Und auch die damalige Waldheim-Affäre brachte freiheitliche Sympathisanten dazu, die Solidarität mit der eigenen Partei aufzugeben. Von den meisten FPÖ-Sympathisanten wurde es nämlich als Zugeständnis an den sozialistischen Koalitionspartner gewertet, dass die Freiheitlichen bei den Bundespräsidentenwahlen des Jahres 1986 keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hatten. Daher entschied sich der Großteil der freiheitlichen Wähler für den umstrittenen ÖVP-Kandidaten Waldheim und keineswegs für den von der FPÖ-Führung empfohlenen sozialistischen Kandidaten. Damit war Norbert Stegers Versuch, die FPÖ nach dem Muster der bundesdeutschen FDP auf Dauer in eine liberale Mitregierungspartei umzubauen, gescheitert. Nach Ansicht von Meinungsforschern und politischen Beobachtern hieß es, dass die Freiheitlichen unter Norbert Steger im Sommer 1986 kaum mehr als 3% der Wähler erhalten würden. Tatsächlich zeichnete sich im Sommer des Jahres 1986 das Ende der Ära Steger als Parteiobmann und damit wohl auch das Ende der freiheitlichen Regierungsbeteiligung ab. Eine in ihren Grundfesten erschütterte Partei, eine verunsicherte freiheitliche Wählerschaft und frustrierte Parteifunktionäre sahen für sich und ihre Gesinnungsgemeinschaft nur noch Hoffnung im aufstrebenden Kärntner Parteiobmann Jörg Haider. Schon während der Ära Steger hat die Kärntner Landesgruppe und den dynamischen jungen Parteiobmann mit einem klaren Kurs gegen die Bundespartei Erfolge eingefahren
und arbeitete im Hintergrund bereits gezielt am Sturz des Vizekanzlers und Bundesparteiobmannes. Muss man deswegen die erste Regierungsbeteiligung der FPÖ und die Zusammenarbeit mit den Sozialisten als gescheitert betrachten? Das wohl nicht, da historisch betrachtet für die Geschichte der Zweiten Republik die rot-blaue Koalitionsregierung unter Bundeskanzler Fred Zinnowatz und Vizekanzler Norbert Steger in den Jahren zwischen 1983 und 1986 so etwas wie den Abschluss der Integration des historisch gewachsenen Dritten Lagers in das politische System der Republik darstellte. Den Beigeschmack der NS-Nähe zu überwinden, war aus Sicht der 70er und 80er Jahre wohl nur durch eine dezidiert liberale Politik und damit auch durch eine Kooperation mit der Sozialdemokratie möglich. Dies war zweifellos die Prämisse der Strategie Norbert Stegers für die FPÖ. Seine politische Tragik war, dass ihm die freiheitlichen Wähler auf diesem Weg nicht folgten. Erst eine fundamental oppositionelle, plebiszitäre, als volksnahe Politik, wie sie sein Nachfolger Jörg Haider einschlug, sollte dies ändern.